Hallo Leute, herzlich willkommen zurück auf The Jawcraft. Herzlich willkommen zum Creeper. Eieiei, das war aber gut reagiert noch von mir. Sonst hätte es hier gleich Bumm gemacht. Herzlich willkommen. Nee, Creeper ist nicht schön. Katze ist viel schöner. Hi. Hallo. Jetzt ist er doch noch explodiert. Ach, scheiß drauf. Jo, willkommen zu einer weiteren Folge. Castle. Und heute geht es um eine große, große Minenmaschine, die wir bauen wollen. Wir haben erstmal unsere wichtigsten Recipes fertig gekriegt. Das heißt, wir haben die Möglichkeit, erstmal jetzt ein Lager zu bauen. Wir brauchen viele, viele Kisten, aber wir haben ja auch viel, viel Holz. Ich glaube, ich habe aber eine Menge Kisten schon gecraftet. Ne? Kann das sein? Also wir haben hier ganz effiziente Holzfarm und die Holzfarm arbeitet ja automatisch die Items hier in unser Hauptlager ein. Da haben wir jetzt schon, haltet euch fest, schon über 10.000, fast 10.000 Holz zusammengespart. Ja, und Kisten haben wir auch genug. Wunderbar. Da zahle ich mal aus. So, Kisten brauchen wir, Holz brauchen wir, da zahle ich auch nochmal aus. Holz haben wir dann genug. So. Und damit wollen wir jetzt ein Lager bauen, was dann am Ende, wir wollen hier eine Mine anschließen, die dann für uns automatisch meint und dazu brauchen wir ein großes Lager. Das möchte ich möglichst schnell fertigstellen, deshalb bin ich ja noch ganz fleißig am Vorproduzieren. Ja, und wie läuft's bei dir, Katze? Wie sieht's aus? Was hast du? Ich buddel! Er ist am Buddeln. Buddeln! Buddeln, 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 buddeln. Und eine Buddel voll rum. Und eine Buddel voll rum. Genau. Okay, also wie geht das jetzt nochmal? Wir brauchen jetzt für dieses Lager, brauchen wir hauptsächlich Lagerblöcke, Hauptlagerblöcke. Fangen wir an. Wir fangen mal an mit der Lagermaschine. Zwei Kisten Papier, Holz. Haben wir alles. Papier hatte ich irgendwo hingelegt. Keine Ahnung. Ich vermisse mein Papier immer. Kann das sein, dass du mir immer Papier klaust? Aus dem System? Mhm. Durchgehen. Ich habe vorhin 4 Bücher für den Table machen müssen, den wir erforschen mussten, na, dieses Ding. Ja, ist aber okay, sonst, ist okay. Dann ist gut. So. Wir haben 7.835.622 Sugarcanes. Ich bin mir absolut sicher, ein Papier kriegst du noch hin. Ich habe Papier. Super. 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 Bin stolz auf dich. Fantastisch. So, nachdem, genau, das ist das Ding, jetzt brauche ich ein Warehouse Interface. Das baut sich ja genauso. Fein. Und zu guter Letzt brauche ich noch den Warehouse Storage. Du hast mit mir geredet, oder? Du hast fein gesagt. Ja, feine Katze. Wissen wir alle. Ja. So, nachdem wir jetzt die ganzen Sachen gecraftet haben, brauchen wir nur noch ein bisschen Holzzeugs. Und zwar brauchen Wellen. Davon können wir noch, glaube ich, ein paar machen. Davon müsste noch ein bisschen was hier drin sein. Wunderbar, 3 Stück. Ja gut, sollte vielleicht reichen. Wassermühlen habe ich schon. Und wir brauchen... Jetzt müssen wir nachdenken, dass ich nicht das Falsche nehme. Brauchen das Ding hier. Oh, das geht auch alles ganz einfach. Da habe ich aber schon, glaube ich, mein ganzes Holz verbraten. Ja, wir brauchen schon wieder noch mehr Holz. Aber dann nehme ich einfach mal hier aus der Kiste das Holz. Wunderbar. Ah, Holz haben wir wirklich echt genug, wa? So, wunderbar. Ganz viele Zahnräder. Und dann brauchen wir, glaube ich, noch ganz viel hiervon. Wunderbar. Na. Sehr schön. Und was brauchen wir noch für diesen Dings? Das ist, glaube ich, alles. Ne? Wir haben jetzt alles. Wunderbar. 8 Stück. Perfekt. Das heißt, wir haben alles. Jetzt brauche ich lediglich noch einen Schraubenzieher. Das wäre jetzt noch ganz schön, wenn ich den bekomme. Schraubendreher. Ja, einige sagen Schraubendreher, einige sagen Schraubenzieher. Das ist irgendwie immer unterschiedlich. Ich habe es auch Schraubenzieher gelernt im Schwabenländler, aber es ist der richtige Begriff ist ein Schraubendreher. Ja, das macht ja auch Sinn, ne? Man zieht ja damit keine Schrauben. Naja, schon, man zieht sie fest. Also das würde auch noch funktionieren, aber die Beschreibung ist halt nicht von den Leuten akzeptiert. Ja. So, meine Damen und Herren, das war's. Wir haben jetzt alle Dinge beisammen, um nun hier unsere vollendete Mine zu bauen, die am Ende vollendet arbeiten wird. So, dazu brauchen wir als erstes eine Menge Power. Und um diese Power zu generieren, stellen wir Windmühlen hin. 1, 2, 3, 4. Wir können die direkt parallel nebeneinander laufen lassen. Das sieht zwar nicht so schön aus, aber es geht hier nicht ums Aussehen, oder? Noch nicht, nee. Nö. Irgendwann wird es ums Aussehen gehen. Ja, dann werde ich verzweifeln. So, ich hole mir mal ein bisschen Cobblestone, damit das alles hier schön classic clean aussieht. Und die wird dann, wie gesagt, die wird dann erstmal schön lange arbeiten, das Ganze. Schätzchen so, hier. So, mir mein Cobblestone. Ja. Ach komm, ich nehme, nee, nicht Smoothstone. Wir nehmen Cobblestone. Habe ich den jetzt gerade gedroppt? Wollte ich nicht droppen.
Wir holen Smoothstone aus unserem großen Lager hier. Ja, wir werden das Lager nochmal irgendwann umbauen, das Hauptlager. Wenn wir auch mit Kurieren besser arbeiten können. Kann sein, dass ich bald deine Kooperation brauche, dass du dann schlafen gehst. Weil ich sitze in dem Loch in meiner Mobfalle und wenn es Nacht wird, bin ich instant tot. Wenn es dunkel wird, sind die Spawngrounds freigegeben. Ja, das dachte ich gerade auch. Das ist nicht so... Könnte unschön werden. Könnte ungemütlich werden. Ja. Für die Katze. Ne? Keine Sorge. Bis dahin werde ich mich mag mein schlafen Feld legen zu wissen. Okay. Ja. Guck mal, hier sind ein paar Spinnies. Die greifen mich einfach so an, obwohl Tag ist. Aber danke für den String. So, in dieses Gefäß, was ich jetzt gerade ausbuddel, kommt das Wasser rein für diesen Quarry. Die Power, die vier sind es sogar. Wir können sogar noch erweitern, wenn wir wollen. Aber das Problem ist, dafür bräuchten wir noch eine Menge mehr Eisen, was ich jetzt gerade nicht zur Verfügung habe. So. Erstmal machen wir 4 Windräder. Ach, Windräder sage ich immer. Wasserräder meine ich natürlich, die wir reinsetzen. Oh, ich habe mich verbaut. Scheiße. Ja, habe mich verbaut. Mist. Doof. Sag mir, wenn es dann soweit ist, dass du Haya machen möchtest. Ab dem Moment, wenn man schlafen gehen kann, ab dann ungefähr, sage ich dir Bescheid. Spätestens, wenn mir der Erste auf den Kopf fällt, muss ich halt die ziehen, weil... Ja, eigentlich dürfte ich noch nicht so eine Effizienz hier drin haben, aber trotzdem fallen die hier immer wieder in Scharen runter. Im Singleplayer, ach, im Easy-Modus, die spawnen ja genauso wie im richtigen. Also ich glaube, ab jetzt würde ich so von meinem Zeitgefühl sagen, ab jetzt kann man Haier machen. Es ist 10.40 Uhr, Sunset. Steht ja oben rechts über der Minimap. Ist also auch immer, wenn du in der Mine bist, kannst du theoretisch sehen, ob es Nacht oder Evening oder so weit ist. Stimmt, das ist tatsächlich praktisch. So, dann würde ich mal einlegen. Ich liege. Selbst wenn nicht DC hilft, das nächste muss ein zweiter Minimum mitgehen. Richtig. Machen wir ein bisschen Lafi. Die Frage ist, ob die anderen auch schlafen wollen. Das ist die große Frage. Ja, reicht. Perfekt, kannst wiederkommen. Hui! Da ist er wieder. Ach, warte mal kurz, wenn ich doch jetzt gerade hier rumlaufe, könnte ich mir auch gleich THX mache ich natürlich, aber ist egal. Kann ich mir auch gleich mal ganz einen Eimer holen. Wo hast du deinen Eimer deponiert? Ist er in deiner Kiste? In meinem Inventar, logischerweise. Da liegt er gut. Den ich brauche. Da liegt er sehr gut. Weißt du, ich muss die ganze Zeit MLG-Jumps machen. Oh, das gibt's nicht. Jetzt haben wir keinen Eimer oder was? Willst du mich verarschen? Aber wir hatten doch gerade eben noch im System 3 Eimer. Ja, haben wir? Ja. Vorhin, wo ich ins System geguckt habe, waren da 3 Eimer. Das gilt es sofort zu überprüfen. Nom, 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 nom. So. Nein. Ich will hier keine Technik hinsetzen. Ich will hier sehen, ob da meine 3 Eimer sind. Tatsächlich, da ist noch ein Eimer drin. Also, ich brauche nur einen. Den Rest kann ich da zurück ins System. So, das kann hinlaufen. Gut. Hätte mich jetzt auch interessiert, wo die hingegangen wären, wenn die nicht mehr da gewesen wären. Wer hätte die weggenommen? Ich bestimmt. Und, ich dachte 3 Schläge. Du bist das Peanut Butter, Baby. Kennst du das? Das Peanut Butter Gelatine? Nein, das Peanut Butter Baby. Das? Ja. Ah ja, kenn ich. Genau. Danke dir, jetzt habe ich einen Ohrwurm. Also nicht Ohrwurm, aber jetzt ist das Meme nie wieder rausdenkbar. Kennst aus meinem Kopf. Kennst du dieses not, not, ja, ich glaube auch. damit fängt das Leben an und hört es wahrscheinlich auch auf, ne? Ich glaube, es hört eher damit auf. Nicht so pessimistisch. Wir ich haben Spaß. Rote Gummikatz, bis jemand platzt.
Ich brauche Stein. Ich nehme es mal einfach mal eben hier aus unserem Minenschacht. Wir werden die Minenschacht nochmal richtig erweitern können auf 64 mal 64 mal 64. Aber das Gemach, wir wollen den erstmal bis unten ausgebaut haben. Und dann können wir das ganze Ding und das ganze Baby erweitern hier. Das hier ist mein kleines Zwischenprojekt hier. So, dann 1, 2, 3, 4 werden wir jetzt verbauen. Den anderen brauchen wir für die Einsortierung im Lager. Also Nummer 1 kommt hier hin, Nummer 2 kommt da hin. Dann haben wir noch eine hier, immer noch da. Und wir könnten noch einen später hinzufügen. So, die Power, die das generiert, wird dann mittels diesen Dingern da reingeleitet. Oh Gott, jetzt sag bloß, dass ich die richtigen gecraftet habe. Jetzt sag nicht, dass wir die anderen gebraucht hätten, die Torque Junctions. Das ist doch... Bei denen kommst du aber auch immer wieder durcheinander, habe ich das Gefühl. Ja, aber sowas von. Warum denn? Junctions. Bringen die Junction? Was bedeutet Junction? Junktion. Ich würde sagen, es ist ein Übertrager, beziehungsweise eine Übertragungswelle. Ja, und was bedeutet dann Distributor? Verteiler, ne? Das ist Verteiler. Ja. Und ich habe einen Distributor. Ne, das ist eigentlich habe ich alles richtig gemacht. So. Eigentlich ist alles richtig. Gucken wir mal. Guckst du mal. Ach, guck mal, ich hätte hier auch einfach rausnehmen können. Pass auf. Ich gucke, ne? Guckst du? Guckst du gut? Guckst du hier? Guckst du da? Guckst du weg? So. Laufen die. Hier, das Wasserrad generiert immer nur 1 Energie. So. Die Frage ist, warum will er das jetzt nicht machen? Er kann, wenn er will. Ja, warte mal hier. Schätzchen. Das ist jetzt aber nicht so schön hier. Meint er mich? Bestimmt wegen dem tollen neuen Fell. Hä? Wieso ging das zur Hölle in meinem Kreativmenü? Ich habe das ja ausprobiert. What the hell? What the Löwenzahn? Dum, 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 dum. Eins. Dum, 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 dum. Null. Dum. Eins. Dum, 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 dum. Dum, 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 dum. Oh, ist gut jetzt. Das Thema kann ich gar nicht mehr hören. Was? Löwenzahn. Löwenzahn? Wirklich nicht? Wie ging das nochmal? Dieses. Na genau. Ah, warte mal, das konnte ich mal. So. Tropfendes Wasser, Hani. Ja, so was dann. Löwenkack. Warte mal. Warte mal. Der Verteiler verteilt, der andere sammelt. Bada. Hab's gerade verstanden. Junction verteilt. Aber wir wollen ja nicht Junction, wir wollen ja nicht verteilen, sondern wir wollen Energie komplementieren. Warum verteilt der Junction? Ja, weiß ich nicht. Weil er blöd ist. Jetzt müsste er eigentlich der Distributor sein. Ja, wir wollen Junction, wir wollen es ja verbinden. Mist. Du hast gerade gesagt, dass ein Junction verteilt. Ja, hätte ich auch gedacht. So, jetzt aber. Ich wette, das ist es nämlich. Ja. Jetzt haben wir 2. Perfekt. Jetzt haben wir, müssen wir 4 drauf haben. Ja, da steht 4. Das heißt, nun haben wir die Power aller Windräder angeschlossen, wodurch das ganze System etwas schneller agiert. Ja,
Mit der Geschwindigkeit kann ich leben. Das finde ich gut, die Geschwindigkeit. Man kann es theoretisch noch mal schneller machen. So, damit jetzt was passiert, muss an dieser Stelle nun eingelagert werden. Das heißt, wir brauchen hier ein Lagerinterface. So, da. Falsch. Oder hat er das gerade ins Lagerinterface? Nein, da muss das Lagerinterface hin. Und dran kommt jetzt ein Trichter. So, und jetzt muss hier noch ein Lager hin, auf das wir gleich zugreifen können. Da mache ich jetzt mal hier irgendwie eine Fläche. Da kommt später noch ein bisschen Holz hin in den Boden, damit man auch schön einfach aufs Lager zugreifen kann. Jetzt kommt nämlich hier das Lager hin. Das stelle ich nämlich einfach mal hier hin. So. Und schiebe das Lager mal eben so, dass das Interface noch im Lager drin ist. Genau, perfekt. Sehr schön. Jetzt ist das Interface noch mit drin im Lager. Jetzt braucht das Lager nur noch Saft. Den kriegt es dann von der Seite. Eins, zwei, drei. So einfach ist das Ganze. Ja. Und dann sag mal, welche Blöcke brauchen wir denn auf jeden Fall? Wie, welche Blöcke brauchen wir auf jeden Fall? Warte mal kurz, ich wollte eben das. Also, welche Blöcke sind denn wichtig? Wir können ja ganz alle Erze irgendwie nach hier vorne rollen. So. Jetzt also haben wir am allerbesten ist, wenn wir alles einlagern, weil wir zum Beispiel Dirt für Terraforming brauchen. Wir brauchen Sand für Glas und für Terraforming am Wasser. Wir brauchen Gravel für Meeresstrukturen auffüllen, außerdem für Stadtwege. Wir brauchen Granite, Diorite und Andesite fürs Bauen und Füllen von Sachen. Wir brauchen Cobblestone fürs Bauen von Mauern, Mauerwerken und für Burgen. Und wir brauchen Cleanstone fürs Bauen von Ewigen. Mir fällt nichts unter Tage ein, außerhalb eventuell von, ja gut, selbst Granite, wie gesagt, ist halt da dabei. Mir fällt kein Block ein, den wir nicht brauchen, den wir unter der Erde kriegen können, wenn wir vom Mittelalter reden. So, Lager ist jetzt aktiv. Eventuell Clay kannst du rausschmeißen, aber davon habe ich hier auch schon wieder eine Menge. Ja. Ich so viel, dass ich das nicht mehr aufheben kann. Es läuft. Es läuft, Klüm, sagt ihr schon. Es läuft, Katze. Es läuft, Klüm-Katze. Klüm-Katze freut. Klüm-Katze freut. So. Ab jetzt ist diese Mine in Betrieb genommen und sie läuft hervorragend. Und sie wird uns jetzt in aller Ewigkeit Items produzieren. Ich helfe der Mine mal Milch aus. Produzieren. Yes. Oh yes. Cool. Zugang zur Mine möchte ich noch nachher bauen, aber jetzt glaube ich, erstmal reicht das Ganze. Yo, Mann, das war ein richtig geiler Fortschritt heute in der Folge. Wir haben jetzt eine saugeil funktionierende Anlage, die uns sehr, sehr, sehr viele Items produziert. Ab jetzt brauchen wir nie wieder eine Mine zu besuchen, ne? Ich erweitere mal unser anderes Lager. Ach Mensch, das ist doch alles ein Träumchen, oder? Ja, glaub schon. Können wir Hayabubu machen? Wir können gerne Hayabubu machen. Und dann zeige ich dir am besten mal eben ganz kurz, wo du aufs, also wo wir die ganzen Sachen aus der Mine herkommen, wenn du mir einmal dann gleich folgst, bitte. Mach ich gleich, ich muss nur ganz kurz Sachen wegbringen. Fackeln mitzunehmen wäre nicht schlecht. Kannst du mir aus dem Lager Fackeln holen? Ich habe noch welche dabei. Super. Dann kommen wir nochmal gleich zu unserem, zur Mine. Ich will jetzt dafür sorgen, dass es hier nicht so ganz doof aussieht, sondern dass es ein bisschen schöner aussieht.
Da jo. Ist er schon da? Da, bisschen. Komm, da. Katze. Guck mal da, in die Kiste rein. Da kommt jetzt alles an. Sehr schön. Und hier haben wir einen riesengroßen Motor. Sieht sogar von oben aus wie ein echter Motor, ne? So ein bisschen die ganzen Zylinder rechts und links. Vierzylindriger Motor. Haha. Macht gut. Sehr gut. Dir ist bewusst, dass wir irgendwann damit eine unendliche Cobblestone-Quelle bauen können? Ja, klar. Einfach Lava und Dings machen, fertig. Richtig. Natürlich, das ist mir absolut bewusst. Ich will das jetzt hier noch irgendwie schön machen. Jetzt wird weiter gebuddelt, ey. Hast du mir die Fackeln? Ah ja, danke. Hm, perfekt. Habe ich dir die hingelegt? Ja, die hast du mir gegeben. Oder war das einfach nicht beabsichtigt, mir die zu geben? Ich habe dir keine Fackeln gegeben. Achso, dann hatte ich die nicht. Die hattest du noch im Inventar. Die habe ich nämlich komplett vergessen, als ich wieder losgefahren bin. Oh. Kann mal passieren. Den Katzi, mir passiert sowas. Auch dem Josef, dem passiert sowas auch schon häufiger mal. Ja, liebe Leute, eigentlich sind wir fertig, aber ich kann auch gerade nicht widerstehen, hier das Ding hier noch fertig zu bauen. Schön auf jeden Fall, dass es alles so geklappt hat. Ich möchte noch irgendwie das nachher noch designen. Das kann ich aber tatsächlich in Ruhe machen. Das müsst ihr euch nicht angucken. Was heißt Design? Jetzt nicht richtig Design, sondern ich werde dafür sorgen, dass das hier so ein bisschen abgerundet wird. Der Raum hier soll geschlossen werden, dass da keine Monster oder irgendwas reingeht. Und dann kann man sich halt aus der Mine die Sachen holen. Den Motorbereich, den würde ich irgendwie nochmal mit Cobblestone umrunden und dann nochmal irgendwie abschließen. Jo, und apropos abschließen, tun wir es mit dem Video. Vielen Dank fürs Zuschauen, macht's gut, bis bald und... Au. Aha.